Los, vorwärts in den Tempel! Schnell! Schnell. Warum haben sie ihn denn überhaupt weg? Es wirft Fragen auf. Es wirft tatsächlich Fragen auf. Dreck die Schulter dagegen! Schnell! Ich sehe keine Iraker! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück! Hier drin geht's gleich richtig ab! Halt! Rachel? 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 Du lebst? Überrascht dich das? Gesehen, wie die dich. Da ist jemand pisst. Wo ist Eric? Wer hast du nicht drauf? Jetzt halt so eine Alpha-Scheiße jetzt hier. Jetzt. Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Ich weiß es. Schlag ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Das kann man doch auch, naja. Was ist hier ernst? Ich wollte nicht mehr warten, einfühlsam. Ich wollte warten. Nö, so ernst. Ja, die Eskalation ist der in zweiter Vorname, wa? Bis ich loslassen musste. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Seils galt das wohl nicht. Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert. Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein, stimmt. Wir müssen... Warte! So, warte, mir besorgt oder rebellisch? Das entscheidest nicht du. Sie braucht Hilfe, ja, sie braucht Hilfe. Sie gehört zu uns. Aus dem Weg, Rachel. Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen. Er hat gehört. Wer ist es? Und jetzt lassen wir... Was ist das für Eric? Was soll das, Eric? Auf wessen Seite bist du? Hier geht es nicht um Seiten. Wenn wir das überleben wollen, musst du langsam wie ein Marine werden. Hat sie denn schon die Zähne bekommen? Macht ihr doch ein Ende, Alter. Was? Nein! Na? Festhalten! Lass mich los! Nein! Gnadentod. Sie Dreckskerl, das war Mord! Sie war doch längst tot. Hätten Sie Joys Zustand gesehen, würden Sie verstehen. Keine Mätzchen mehr! Sie sich zusammen. Leute, Rückzug zum Haupttempel! Wohin? Zum Haupttempel? Zum Haupttempel. Oh, lass mal die jetzt nicht vorlaufen hier. Ach komm, jetzt sei nicht so naiv, Alter. Was wäre denn eine Alternative gewesen? Ich wollte gerade sagen, so. Headshot reicht ja, glaube ich, gar nicht, ja? Irgendwie, eigentlich musst du doch fehlen. Fehlen? Oder vielleicht verbrennen sogar? Wir brauchen den Generator! Ohne ihn sind wir blind! Hilf mir! Vielleicht mal und ich die scheiß Tür zu machen, Alter, ehrlich. Los. Die sind doch schon drin! Hier kann niemand mehr rein! Egal, was Riegel, auf der Einladung Riegel, steht! Riegel! Ja, komm doch, guck mal hier! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Fuck, das fehlt uns noch!
Oh! Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Explosion. Wo ist hier jetzt noch hier? Mit dem UV-Licht, oder? Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Wird jetzt jeder nochmal kurz so irgendwie namentlich erwähnt? Oder? Ja, mach mal noch die UV-Lampe kaputt, Alter. Scheiße. Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Nicht laut! Oh, Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Oh, Slow Motion. Rachel. Oh Gott! Wertloser Haufen Schrott! Ja. Beide Sonnen. Und jetzt sieht sie hoffentlich auch den. Oh. Jawohl. Jetzt sieht sie hoffentlich auch den Draht, der quer gespannt ist. Jemand was dagegen? Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Jetzt Feuer oder zurückziehen? Rotz raus! Nein, wir ziehen uns zurück. Ah, verdammt, ich wollte die Knarre in Aktien sehen. Ängstlich. Oh je. Bei solchen Viechern ist, glaube ich, mit wohl nix. Nee, der ist halt. Nick? Nee, Nick ist doch schon geflüchtet. Und jetzt kommen noch die Minen. Jetzt gilt es. Ach, jetzt kommt die Flüchtlinge. Die Minen! Bleibt in der Mitte, bleibt an der Wand. An der Wand? Na? An der Wand! Achso, bleibt an der Wand! Ja, du hast ja die Mitte zugemint. Genau. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen.
kommt bestimmt Salim jetzt. Genau da hier. Laden Salim. Die sind schon da. Ja, die haben bestimmt schon einen Hinterhalt hier, oder? Das ist ein Ambush. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Harkun, Fekra Wesha. Inti mich für mekan tahaddisi. Jetzt schon. Nur ein Mox. Wackes Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was aber? Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie, Colonel? Sie entscheiden, Colonel. Na? Colonel. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Ich würde sie gerne fesseln, aber wir brauchen sie. Sie sind der Feind, Becky. Brauchen wir sie? Arbeiten wir zusammen. Es ist der einzige Weg. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Warum steht ihr da herum? Helft! Denk nicht einmal dran! Fuck, Jason! Ja, denk dran. Der Feind des Feindes ist unser Freund! Im Intro war nämlich genau das gleiche. Wir haben auch zwei zusammengearbeitet, die eigentlich Feinde waren. Und beide waren tot, denn. Aber. Ich weiß gar nicht, was. Ich nehme den Korridor! Scheiße! Was jetzt nicht sagen soll, aber. Das Leben besteht aus Wiederholungen. Aber sehr entspannt aus, wie da drüben. Ja, ja, das halt so mit einer Hand. Rauskommen, die gehen irgendwie immer nur tiefer. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Ja, der. Oh nein. Überlebe den Angriff, ne? Das ist ja toll. Was ist jetzt? Es kommt spät. Ja, nee. Ja, wegknallen. Wegknallen, die Typen. Sein. Ach, er. Ein Jahr überlebt. Der aus dem Intro. Was? Oh, Kruzifix finde ich auch geil. Aber irgendwie nimmst du mal das Gewehr.
Aber es hätte so nicht sein sollen. Salim! Salim muss er jetzt machen. Jason! So, wir nehmen jetzt das Lämpchen, genau. Das war knapp! Mit mir, wenn du leben willst. Hast. Das ist natürlich jetzt sehr unerwartet irgendwie. Also, dass er hier stirbt, ist ja okay. Also, ist nicht okay, aber... Das ist vertretbar. Vertretbar ist auch falsch gesagt irgendwie, aber... Ach, scheiße, ihr wisst, was wir meinen. Irgendwie, das ist jetzt halt... Jason verloren, Rackel verloren. Alter, haben wir nicht Nick auch verloren? Nee, Nick. Naja, Nick wurde nur in die Ecke gepuckt und wir hatten nur einen kleinen Bodycheck gekriegt. So einen ganz dezenten. So, wer liegt jetzt da drunter? Ach! Warum? Wie? Okay. Leg dich nie mit einem Marine an. Ja, die Amis stehen halt auf ihr Militär, ne? Komm, wir stellen uns. Wir sind Salim. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Jason hat wirklich einen sehr nervösen Zeigefinger. Der Scheiß hier. Geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Rügen. Ich will dir wirklich nichts Böses. So willst du mich jetzt beruhigen, ja? Ich schwör's. Ja. Ach was. Ich bin der mit der Knarre.
Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Na siehst du. Dieter! Hat er denn jetzt Dieter damit zu tun? Vorsicht, was? Wir können wenigstens... Was? Hat er nicht gerade gesagt Dieter? Dieter? Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist Dieter. Mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Kitchen Marine-Spruch hier bringen, wisst ihr? Das ist ein Träumchen. Finde deine Verbindung. Bleib auf der Hut vor Gefahren. Durchsuche die Ruinen. Okay. Oh, ich bin Saline. Ja, dann schauen wir erstmal. Hat Saline mittlerweile auch so ein Walkie-Talkie von den Amerikanern? Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Den Versuch überlebst du nicht. Der hat auch gerade noch so ein Ohrstöpsel gehabt. Denkst du, Marines machen mir Angst? Untersuchen, okay. Sieht hier noch was? Sieht nicht so aus, als ob das hier so weitergeht. Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Ja, und danach? Wo macht er immer seine Stange fest, fragt mich. Los! Aha. Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Super. Der eine hat noch Maschinengewehr, der andere hat nur einen Stab. Stab. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Oh je. Mach schnell. Oh je. Sie könnten überall sein. Das haben wir doch gesehen. Ja, beweg mal so eine Klamotte weg, Alter. Wie er gerade. Gleichgültig wechseln wir das Thema. Düster, das sind Vampire. Düster. Das sind Vampire. Unmöglich. Weil? Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Danke. Das ging noch gerade so gut. Knappe Kiste. So. Ja? Ach, komm. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du tun? Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Oder wird eine Menge unleserlich sein. 31. Unleserlich. Unleserlich ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war, und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich. Diesen gottverdammten Ort gereist waren. Dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als Unleserlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich. Unleserlich ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. Okay. Da muss ich sagen, das du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Tja. Wie so oft im Leben. Dein Freund Nick. Ja.
Ich mag ihn. Okay, also wir haben nur das und das. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Hey, hast du den Stift bereit? Ja, er hat 32. Hat er Ritualtafel? Da. Sehr gut. Na gut, dann gehen wir jetzt mal. Ach so. Ich komme hier nicht runter? Ey, jetzt steht er mir im Weg. Geh doch mal. Hallo? Er will nicht. Kann ich hier durch? Ich soll da lang. Meine Güte. So. Weil das Einzige, was wir. Sehen Sie, was wir jetzt noch haben, ist diese Tür. The Gate. Und push it! Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Wollen wir die Twin Towers darstellen? Das weiß ich nicht. Aber wir sind respektvoll. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also. Es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Sehen aber fuck ekelhaft aus, diese Viecher, ey. Eieieiei. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Na dann, lass uns mal weiter gucken. Wenn. Ja, laufen? So gehen? Okay, gut. Sind wir jetzt eigentlich in diesem Gebilde, was quasi auf der Karte erkannt wurde? Also, was unten noch viel größer sein soll? Oder kommt das jetzt noch? Weil wir müssen jetzt irgendwie weniger immer tiefer und tiefer und tiefer. Irgendwo, wo kommen wir überhaupt an? Ja, ich würde sagen, in diesem Gebilde, was war dann auf der Karte, was nicht entdeckt war. Also wir sind da noch nicht. Ich würde sagen, nee. Ich glaube, es geht noch eine Nummer tiefer. Also, jetzt eine Vermutung. Mit, wo denn die richtige Grabstelle quasi am Ende dann auch ist. Also wir hatten ja einmal diese Fake-Grabstelle. Ja. Und einmal die richtige. Aber war das schon der Tempel? Also wie... Was ist denn hier? Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nicht weiter geradeaus laufen kann. Das ist keine Pfütze. Das ist ein leichtes Schlagloch. Ja, also auf jeden Fall geht's noch tiefer. Ich würde sagen, okay. Wirklich, es geht noch auf der Map, also quasi an dem Gebirge ganz unten links. Müsste das ja gewesen sein. Ja, man hat diese Art Labyrinth, was er gesagt hat, ne? Genau. Aber was soll denn das sein?
Was ist denn das da für ein Schreibtisch? Der sieht neuartig aus. Die waren schon da? Die sind so tief gekommen? Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Krass. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Warum ja. nicht? Also. Naja, weil es instabil wird irgendwann. Ja, aber macht trotzdem doch noch Bumm, oder? Ja, aber im schlimmsten Falle macht's Bumm in deiner Tasche. Hier gibt's doch Chirurgen, oder? Okay. Immer. Ist hier irgendwas zu entdecken? Was hier? Nö, scheint nicht. Schade. Willst du einen Witz hören? Na? Nein. Okay, hat Nein gesagt. Dann lese ich was Unleserliches. Okay. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich. Ich möchte unleserlich. Okay? Hat er sich gut ausgedrückt. Alles mit gesagt, finde ich. Seine Krankenstation. So. Ist das jetzt. Nee, kann er nicht. Also, die werden natürlich das erforscht haben, irgendwie, ne? Diese Wesen und. Das Krankheitsbild, in Anführungsstrichen, immer. Okay, vor allem. Da auch diese Trage, so. Als ob die festgesucht hatten, irgendwie dann wirklich Experimente vielleicht auch noch durchgeführt haben? Oh, ja, siehst du. So, das ist dieser Riesenstatue. Aber das ist ja wirklich Statue. Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich durch Organismen von Angst. Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe. Okay. Also quasi wie die Las Plagas von Resident Evil. Genau. Stimmt. Der Organismus ernährt sich von Angst. Also von dem Adrenalin im Blut quasi. Die werden doch jetzt hier irgendwie unten diese Krankheit erforscht haben. Irgendwie so sieht das aus. Guck mal, und hier geht's mich noch weiter. Oh. Da ist. Das immer stimmt, ja. Das gab jetzt also die offizielle Grabstelle, ne, des Tempels. Und dann gab's nochmal die. Also die Fake-Grabstelle war der Tempel. Und die richtige ist jetzt quasi ditte, um was das hier jetzt quasi geht. Also, was uns dahinter quasi dann erwartet, meinst du? Naja, so nach dem Motto, okay, hier ist ein Tempel, da buddeln wir, das ist die Fake-Stelle, aber wir wissen ja schon, was im Tempel ist. Wir wissen, hier gibt es irgendeine Krankheit, die müssen wir erforschen und deshalb gibt es die richtige Grabstelle jetzt wahrscheinlich da, wo wir jetzt gleich hingehen. Ach, vorher und gucken wir uns noch. Ja. Den Ursprung der Krankheit zu finden. Na gut. Aber vorher haben wir noch was von Mary. Eine Sammeltasse. Eine Sammeltasse, eine neue. Krankheitsgeschichte Mary, das hatten wir doch schon mal, oder? Temperaturpuls ja. hoch, gefährlich, schlägt pro Minute Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig, Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. Ach du Kackenkopf. R-Punkt dreht zur OP zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M-Punkt wird das nicht überleben. Patientin wird immer schwächer, weitere Bewegungen unter der Haut. Parasitärer Organismus, Eintritt des Todes, 20.13 Uhr. Okay. Oder auch nicht okay. Ja. Okay, also war Randolph der Arzt hier? Da hinten ist doch... Der hat mal lustig ein bisschen rumexperimentiert. Also damit. Ah, okay. Na, dann würde ich sagen, komm, mach das jetzt auf. Mach das jetzt auf. Geh durch! Okay! Höhlen. Was immer da unten Höhlen. Ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fängt zwar ziemlich spät damit an, aber okay. Die Idee dahinter ist nicht schlecht. Ne. Steinhöhle.
Deine Frau? Ach, der Masaki muss doch seins. Ach nee, ist doch das. Ist doch das seins, genau. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat's nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Sensibilitätspreis. An dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ja, ist ja. Ich bereue nichts. Hast du das grüne Licht von dem du gesprochen hast? Mhm. Kettenzüge? Was? Was haben die da gemacht? Ganz schöne Wundertüte hier. Scheiße. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Na, hier müssen wir aufpassen von Nick, glaube ich, wa? War das nicht so? In der Vision? Siehst du das Aufzugskabel? Ja. Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. So unheil schwanger, der Herr geht's ja nicht mehr. Oh Gott. Oh, nee, der kann nicht schauen, oder wirklich. Danke zu ablehnen. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen oder um ihre Überreste zu vergraben.